Du meinst jetzt die kommende Woche? Ja, herzlich willkommen, liebe uns in der Friedenskirche. Schön, dass Sie da sind zu diesem, wie ich denke, ganz besonderen Abend mit einem besonderen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschlossen hat, sein 40-jähriges Blütenjubiläum bei uns in der Friedenskirche zu feiern. Finde ich ganz großartig. Und 40 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit, eine lange Karriere. Ich würde sagen, ich muss ja 40 Jahre Wiener Freizeit. 40 Jahre Erfahrung, 40-jähriges Blütenjubiläum. Heute Abend ein buntes Programm. Ich hatte das große Glück, dass ich gestern Abend schon bei der Generalprobe dabei sein durfte. Also ich weiß schon, was ihr erwartet. Und ich bin sicherlich ein richtig toller Abend. Folgt mich auf Charles Poulton. Oh, my, he lost.
Jahren. Moment mal, so. So sah ich aus vor 40 Jahren. Bisschen kleiner, bisschen feiner vielleicht, weiß nicht. Da habe ich diese Klampe Lampe. Und das war das tollpatschige Troll. Und ich bin immer noch ein tollpatschiger Troll. Und die Kulissen, die wurden von einer Freundin von uns damals gemalt. Und das Stück hieß Es leben die Trolle. Und geschrieben wurde es von meiner Mutter, Gudrun Kronze. Und sie war gefeierte letzte Sopranistin auf den Bühnen der Welt. Und die ist die Dame in Rot. Und das war so ein bisschen Fantasy-Geschichte. Wir hatten einen bösen Zauberer, wir hatten unseren Voldemort natürlich, unser Dumbledore. Ich weiß nicht, ob ich Harry war, keine Ahnung. Nein, Clown. War eine ganz tolle Erfahrung, das war Bühnenbogen. Und der Kerl, der in der Mitte steht, unser eigener Dumbledore, der nannte sich Marilyn Monroe aus. Wir geben die blöden Gründen, weil er so eine lange blonde Perücke hat. Das war eine interessante Erfahrung. Ich war ja schon auf der Bühne gewesen, inoffiziell, denn ich war im Bauch meiner Mutter, als sie Waldschuppe in Lohenfilm in Wagner gespielt hat. Und die war im siebten Monat mit mir schwanger, als meine Eltern ein Konzert in Heidelberg hatten. Ich bin entstanden durch während einer Tournee in Irland. Vielleicht ein bisschen zu viel Guinness. Und, ja, vielleicht liebe ich deswegen Guinness, ich weiß nicht. Das war der Leinwand. Meine Mutter war eine Expertin in aus wenig viel machen. Denn sie hat wirklich aus so Kunstpelzhandel, hat sie so Trollstiefel gemacht und alles Mögliche. Und glaube ich, das ist eine Zeichnung von einer Freundin von uns, die Gräfin Almeida aus dem Mondsee. Und die hat so Bilder und Vollbilder gemacht. Jetzt hören Sie einen Ausschnitt aus dem Musical, aus einer Premiere vor 40 Jahren. Das war am 24. Januar im Jahr 1981. T42. Kennen Sie wahrscheinlich alle. Und da gab es einen kleinen Trolltest. Die hat man einen. Sie betreut, wo sie bekannt, wo sie betreut, mit Song und Dance, der Beste freut, schon nonstig nicht versteht. Trolle wie doch wie ein Troll, und Trolle ist toll und Trolle wie, Schall ist Troll und Schall ist Trolle wie, Lampe, Lampe, so lang zu, die es nun ja tut, ja, nun und ja. Wie's ja will, da wohnt er will, größer Flächen, größer Mensch, ist ja wie ein Heilig, die vertraut. Tick, Tom, wo's verstand, wie soll mit Song und Tanz der beste Troll von uns nicht vorsehen? Troll ist Troll und Troll ist lieb, doch ich hab Troll schon Troll und lieb. Schall ist Troll und Schall ist Troll. Gurke, Gurke, der Hanik. Lampe, Lampe, so lang zu, wie ein kluger Zugang, über Jahr. Bis der Bilder, wo verliebt, größer Verletzung, größer Mensch, ist ja wie ein herrlicher Traum. Vorgesungen auf Broadway. Das war eine Parodie auf den Geiger, ein alter Geiger,
Übungspartner für Gebäude und der hieß Ronnie Harkin. Und diese gute Nachtgeschichten von Google, Google und ich habe gelernt, die in Musik los wurden, das waren gute Nachtgeschichten von meiner Mutter. Das ist eine Tradition, die habe ich nicht weitergeführt. Meine Tochter Mara und ich, wir hatten auch viele gute Nachtgeschichten. Rajiv und Snack, Robin und Lisa, genau, meine Tochter ist jetzt da. Wir werden später eine ganz, ganz, ganz tolle Künstlerin erleben. Und wir sagen, lasst einen großen Applaus für die Zeit. Das habe ich mit 6 Jahren in Osage, Iowa, meine Eltern hatten da ein Konzert, und ich wurde gebeten, dort raufzukommen in meine Lederhosen. Die Amerikaner waren natürlich ganz, ganz toll. Kleine Junge singt ein österreichisches Lied, das finde ich sagen. Meine Mutter hieß da Good. Und die Amerikaner fanden das umso lustiger, dass auf meinem T-Shirt Son of a Gun. Das ist so, als ein altes Amoral in Schweden oder so. Und das fand ich dann vor dem Kettenzimmer und kaufte wieder neu. Das war unser Hund, Snape. Und wir bildeten ihn aus als ausgebildeter Hundikon. Also nicht Dachshund, sondern Hundikon. Der sang tatsächlich mit in den Gesangsübungen der Schüler. War eine sehr, sehr große Persönlichkeit, das bin ich manchmal. Das ist meine Mutter, die Ecke da, das ist. Als Ebony und Carlos. Das ist mein Vater, Alan Rickman. Der hat mit Alan Rickman ein Film gemacht, 1994. Ich habe einen ganz blöden Spruch zu Alan Rickman gesagt. Ich habe gesagt, du hast doch diese tolle Rolle in Charity noch nicht angemacht. Ja, was hat denn da mit deiner Art gemacht? Und dann guckt er mich an und sagte, das nennt man einen Verrückten. Und dann ging er weg. Und ich versank wirklich im Boden. Clint Eastwood und mein Vater da in der Mitte. Und wir haben einen Firefox zusammen gedreht. Der war ganz, ganz nett, der Clint. Also ich habe den nie getroffen. Und das ist mein Vater aus Colonias in Hamburg. Und jetzt ein kleiner Film zu jedem meiner Eltern. Das ist ein bisschen wichtig. Genau. Thank you.
kannte diese meine Eltern. Nur ein ganz kleiner Bruch mit meinen Vorfahren. Die jüdischen Vorfahren waren Air-Familie aus Irland. Und mein Amtsvetter ist dieser, oder Air, die Baronfamilie, die jüdischen Landstück haben. Das ist Humphrey der Air. Und der hat für seine Rettung von Wilhelm, der Eroberer, hat er den Namen Air bekommen, also Luft, weil er dem König die Luft zum Atmen gegeben hat. Und der bekam ein Land und den Titel Baron. Und gründete eine Stadt namens Airville. Und diese Familie blieb, ist immer noch, aber der letzte Baron legte seinen Titel ab, weil er sich versoffen hat. So, wir sind gefallen, aber wir sind nah. Das ist mein Opa, väterlicherseits, und seine Vorfahren kamen mit der Mayflower nach Amerika, der ersten großen Namen. Ganz kleiner Mayflower. Und das ist meine Oma, mütterlicherseits Anna, und die war die erste mit Führerschein, die erste Frau mit Führerschein in der Heimat, Karl Marx. Und zum Kind, wie heißt sie? Und das ist meine Opa, mütterlicherseits Nütz. Und war Mutter selber, mein Vater war der Gründer der ganzen Volkskompanie. Und von Eva, der Garde. Das ist meine Entdeckung als Achtjähriger. Und das, was angenehm für jetzt die Jugend ist, war Grease für mich. Ich war Grease-Fanatiker. Also jeden Menschen, den ich getroffen habe auf der Straße, habe ich gesagt, hast du Grease gesehen? Meine Mutter konnte nicht mehr hören. Ich war natürlich auch ein großer Fan von Elvis. Und zeitweise dachte ich, Elvis und John Travolta ist dasselbe Mensch. Wir hatten ja beide schwarze Haare. Bis dann auch raus war, okay, Elvis ist tot, John Travolta lebt noch. Genau, und vor allem habe ich mir gedacht, diese Anzug, das sollte ich noch nie gesehen. Selbst habe ich ja selber mal einen Anzug getragen. Genau, darüber später. Jetzt ein Stück aus Grease. Und ich kann mal sagen, der Grund, warum ich Rock'n'Roll liebe, ist dieses Lied. Grease Lightning. Und ich tanzte nach Hause. Buchstäblich weiß ich, ich ging auf dem Kino und tanzte den ganzen Weg nach Hause. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's Grease Lightning. We're gonna move ahead. There's an affordable cause of air. Und jetzt kommt, glaube ich, der Motor in Grease und im Auto. Und der Motor ist auch natürlich der Motor. Schön, dass er das Motor hat. Dann kommt der Saxophon. Thank you.
was supreme, the truth supreme. For with dass wir nicht ganz rechts als Young Scrooge in deiner Weihnachtsgeschichte von vorzeigen. Und das war in Wien, in 1984 dort, und da durfte ich im richtigen Profi-Theater arbeiten. Und das bin ich als schwarzer Old Joe in Showbox. Und meine Mutter hat mich nicht erkannt. Ich saß neben ihr im Auditorium, aber sie hat mich nicht erkannt. Vielleicht sollte man mein nächstes Video mal 3 Minuten kann man da mal gucken. Ich bin auch noch mal da. Das hier war ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben in den 80ern. Russell Ryan, Kompositor, Professor von Interpretation und Klavier. Und der hat immer Ja gesagt. Immer wenn ich sagen will, ich möchte ein paar Lieder proben, hast du Zeit. Und Russell hatte wirklich wenig Zeit, aber er hatte keine Familie, also der hat Musik war sein Leben. Und er hat immer Ja gesagt. Und er sagt, ja, ich hole mir ein Brötchen von der Kantine und dann muss man. Der war wirklich ständig unterwegs. Der einzige Weg, ihn zu erreichen, das war um 5:30 Uhr morgens oder um 23 Uhr. Und natürlich nur Festnetz. Und ein Lied, das wir geprobt haben, immer, das war Johnny One. Richard Rogers aus Patreons. Johnny could only sing one note, and the note he sang was this. Ah! Oh, Johnny, one note, sang out in gusto, and just overloaded the bass. Dieser Kerl, der da sitzt, den haben wir kennengelernt. In Wien, John Ehre.
Und ein großer klassischer Musiker mit der Seele eines Rockers. Und der hatte Bock auf alles. Der hat zum Beispiel einen Tag mit dem bösen Wolf in Rotkäppchen bei uns im Weihnachtsmarkt gespielt und am selben Tag hat er dann gastiert in der Staatsoper. Jetzt hören wir, was der Jung zu sagen hat. Und das ist übrigens sein Sohn da im Hintergrund, ein Falschgelöser Marimba-Spieler und Schlagzeuger. Nun war aber was er zu sagen hat. Lieber Charlie, hallo Herten. Ich und der Noah schicken jetzt live aus Kopenhagen unsere herzlichen Glückwünsche zu deinem Jubiläumskonzert 40 Jahre auf die Bühne. Und das machen wir mit der schönsten Musik überhaupt. Hier für Marimba und Cello arrangiert. Von Johann Sebastian Bach, Jesu bleibet meine Freude. Und wenn man so für den Kaiser Franz Josef
Nur der Kaiser Josef hat weitergearbeitet oder wir eben dann hergegangen oder dann ist es nicht so beliebt. Denn die meisten von dieser Aristokratie wollten ja Opern über Götter. Aber Wolfgang war Volksmann, der hat mit Volk, mit Menschen geredet, war mittendrin. Und seine Oper ging aus Hochzeit gleich eigentlich, wenn man so ernst nimmt, mehr an eine Folge von unbezeichneten schlechten Zeiten. Also wir haben den Grafen, der ist verliebt in der Freundin von der Regina, aber die Freundin hat noch einen Verheerer. Und deswegen wird der Gräfin dann wütend auf den Grafen, der spürt dann wieder Rache auf den Diener. Und das ist ein Tohuwabohu. Die Leute stürmen aus der Szene und schlagen die Türen zu. Das ist alles sehr dramatisch. Und der hat auch eine Version von Harry Potter gespielt. Naja, nicht wirklich, aber man kann es nur nehmen, weil es gibt einen bösen Lord, es gibt eine böse Hexe, es gibt einen guten Zauberer. Und es gibt einen kleinen Harry Potter, der ist ein bisschen älter, heißt Hermine. Und es gibt einen Ron, der heißt Papageno, der ist Vogelfänger. Und da würde ich gerne den Vogelfänger ziehen. Aus Die Zauberflöte, das erste Musical der Gesellschaft. Jesus, ich heiße Hauptwasser, ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit den Locken umzugehen und mich aus Beinen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind da. Jesus, ich heiße Hauptwasser, ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich fahren, sie tut selbst für mich. Drum kann ich froh und lustig sein, wer alle Mädchen. Ich lass Zucker an, die welche mir am liebsten wär, denn geht wie gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, der wie ich ihr Mann und ich ihr Mann. Und sie schlief von aller Seite ein und wiegte wie ein Kind sie ein. Lieber Charlie, liebe Leute, es zeigt sich, dass unter alle Talente, die Charlie hat, ist er auch ein talentierter Komponist. Das hat man nicht gewusst. Bei unseren Gesprächen dieses Jahr, hauptsächlich über Zoom und Skype,
haben wir uns zwar viel mit Quantenphysik beschäftigt. Sehr interessant. Und was passiert dann plötzlich? Ein Paket kommt mit der Post und in diesem Paket liegt eine Komposition. Von Charles Morton hören wir jetzt World Premiere Quantum Johnny and Noah. Text dazu geben. Ja, dann habe ich gedacht, da muss ich singen.
Arnold Bro-Hawk. Schwierig, denn so ein Königspaar war nicht älter als die Konfuzeus heute.
Stellen Sie sich vor, 14-jährige Menschen, die werden ausgewählt, König und Königin zu werden. Die sind knapp genug und die machen ja nicht, die wurde so rausgehängt aus der französischen Hof, weil die hatte jemanden, der wollte keine Kinder machen, der wollte einfach nur Handwerk. Ein netter Junge, aber der hat wirklich mit. So, diese Sachen und der natürliche Französische, Frankreich hat sie sofort rausgehängt. Das war natürlich ein Problem. So, die französischen Revolutionen sind so eine tragische Kapitel. Marius, der singt über seinen verlorenen Freund. There's a grief that comes for me. There's a pain that goes on and on. Empty chairs and empty tables. Now my friends are dead and gone. Here they talked of revolution. Here it was then in the flame. Here they sang about tomorrow, and tomorrow never came. From the table in the corner, I could see a world reborn, and being talked with angels singing, I can hear them now, the very words that they had sung. Bring in the last communion on the lonely planet. Oh, my friends, forgive me that I live and you are gone. And you share so that you take. Now, my friends are dead and gone. Phantom faces at the window, phantom shadows on the floor, empty chairs and empty tables. Now my friends will sing no more. Oh, my friends, don't ask me what your sacrifice was for. Empty chairs and empty tables. Ich habe seine Stimme gehört. Das ist Nightmare. Nightmare Szene. Das war eine ganz gute Show. Jetzt singe ich an die. Guten Abend, hab vor mir keine Angst. Ich bin der Engel, nach dem du verlangst. Das Warten ist bald vorüber.
denn ich lade dich ein. Beim Ball des Jahres tanzen wir durch die Nacht, bis deine Sehnsucht eine Frau aus dir macht. Oder willst du lieber, dass alles bleibt so, wie es ist? Glaubst du, das wäre nie genug? Hängt dir das Herz nie genug? Willst du lieber beten, bis du grau und bitter bist? Glaubst du, das wäre dir genug? Ich denke dir, das wäre nie genug. Sie warnten dich vor Sünde und Gefahr. Aber du hast immer schon geahnt, dass ihre Sicherheit der Umstände war. Es war alles gelogen, was man dir versprach. Jeder hat dich betrogen, als man dich bestach. Doch ich gebe dir, was dir fehlt, deine eigene Abenteuer der Art. Um den Alltag zu entfliehen, in den Rausch der Fantasie. Gleich ein Song entstand. Ich gebe dir, was dir fehlt, eine Reise auf den Flügeln der Macht, um den Alltag zu entfliehen, in den Rausch der Fantasie. Mach dein Herz bereit, ich lade dich ein Song entstand. Yeah. But what's going on?
Consent.
Enten, eine nervöse Hexe kommt und legt es in Schlaf. Die Erzengel sind Teil dieser Geschichte und ich hatte zu wenig Informationen über die Erzengel und so recherchierte ich im Netz über Engel und ich bin gestoßen auf eine ganz, ganz andere Website. Und die Dame, die diese Website betrieb, die habe ich gesagt, die muss ich kennenlernen. So, ich schrieb alles im Gästebuch. Telefonnummer, Adresse, Schuhgröße. Und die schrieb mir zurück und sagte, bist du verrückt, dass du alles, alle, die hat es gemerkt. Und wir haben einander getroffen, auch wir haben gesehen als Oberhausgar. Und so gute. Sie sitzt heute da. Und Tanja, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du meinen Heiratsantrag ja beantwortet hast. Das war meine Frage. Und sie haben mir noch ein fantastisches Geschenk gegeben, nämlich unsere fantastische Tochter, begabte, wunderbare Tochter Mara. Für diesen folgenden Lied habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Alice Storm. Ich habe sehr harte
Verhandlungen mit dem folgenden, mit dem Manager von den folgenden beiden Stars verhandelt. Das war richtig schwierig, also, weil diese beiden Darsteller, die sind sehr gebucht, fliegen überall in der Welt und ich habe aber, glaube ich, einen sehr, sehr guten Deal verhandelt. Wir reden hier von Mara Wilson und David Köhle. Eine gute Nachtgeschichte, die zum Musical wurde. Die magische Reise. Erzähl mal erstmal Mara etwas über deine Rolle in dem Musical. Das ist, genau, ich fasse es sogar an. Also. Also, Clara ist eine sehr selbstbewusste Person und sie ist sehr klug, sie ist gut in der Schule, nicht so strebermäßig, sie hasst eigentlich alles und jeden, außer ihrem Kumpel Paul. Sie ist auch in manchen Dingen, so wie ich, zum Beispiel sehr neugierig. Aber sie macht sich, glaube ich, auch viel zu viele Sorgen, also viel zu schnell auch. Und im Laufe des Musicals lernt man die Beziehung zwischen Clara und Paul, sodass sie hilft Paul auch in sehr vielen Dingen. So. Also Paul ist hier sehr wichtig. David, sag mal. So, ja, und Paul braucht auch diese Hilfe, weil Paul ist so ziemlich das Gegenstück zwischen Clara, weil Paul ist ein sehr schüchterner und zurückhaltender Junge. Auch in der Schule relativ gut, aber nicht unbedingt beliebt, weil er nicht mit vielen redet, sehr schüchtern, hat Angst, Fehler zu machen. Aber im Laufe des Stücks, und das ist sehr spannend an Paul und dieser Rolle, die ich verkörpern darf, wird er immer offener und wird immer zu dem Menschen, der er sein möchte. Zwar meistens nur in Gegenwart von Clara, aber immer mutiger Menschen. Cool. Und diese beiden jungen Leute, die finden in einem Geisterhaus eine Zeitmaschine. Und sie treffen Leute, die sie nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Leonardo da Vinci und Mona Lisa zum Beispiel. Und plötzlich befinden sie sich in der Renaissance. Wo sind die hier? Da ist eine Stadt. Sieht elegant aus. Italienisch. Die Luft ist anders als bei uns. Irgendwie weniger verschmutzt. Ja klar, hier gibt es auch keine Autos. Dafür im Gegensatz zu unserem Herden eine fantastische Aussicht. Es riecht einfach nach Kultur. Wie riecht eine Kultur? Nach Schönheit? Die große, breite Welt? Komm. We are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool. We are free. All right.
David Turner. Ich habe Bücher geschrieben, 20 Stück. Das sind so Bücher, die erhältlich sind. Gerichtsbücher, also wirklich. Ich habe Elvis in Stratmanns in Essen gespielt, Welcome Elvis. Das finde ich mit The Big Band, J.R. Swing Connection. Und ich habe natürlich auch Elvis Impersonation gemacht. Das fing eigentlich in einem Musiktheater-Gelsenkirchen an. Und das war Don Quixote, hieß die Vorstellung. Und das war die Elisabeth Stöttner, die war es klar, dass ich Elvis machen sollte. Weil in dieser Produktion sollten viele Stars vorhanden sein und ich sollte dann Elvis sein. Und da nahm es irgendwie seinen eigenen Lauf. Und Leute haben gesagt, der Lauf macht so ein ähnliches wie auf der Bühne. Und das habe ich auch ganz wirklich dann gemacht. Elvis, der Außenseiter, der war ja eigentlich ein Außenseiter in der Schule. Der hatte nicht viel Freude, weil der Arm von einem Arm vierte kam. 70% afroamerikanische Bevölkerung. Und die war tatsächlich die Musik, die ihn dazu Freunde, wo er von kam. Und das war ein Weißer mit einer schwarzen Stimme. Das Lied, was eigentlich aufgenommen werden sollte bei seiner großen Karriere, von dem hört man nicht so viel. Man hört von That's Alright Mama, das ist natürlich der Hänger. That's Alright Mama war ja auch ein langsames Lied von Arthur Krüger. Und das hat er noch als Lux gemacht. Der hat gesagt, er macht seine eigene Schlag-Schluck aufgesagt. So, That's Alright Mama. Und er hat so eine Hüft-Bewegung gemacht. Und die ältere Generation hat gesagt, ach, das ist ja auch schön. Aber für ihn, für Elvis, war es ein Schluck auf. Und wie gesagt, jetzt kommt aber das andere Lied, was sie eigentlich aufnehmen sollten. Und das ist Blue Moon of Kentucky. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shining upon the one that's gone and left me blue. Oh, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shining upon the one that's gone and left me blue. It was a moonlit night, stars are shining bright. Whispers on high, love said goodbye. Oh, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shining. It was a moonlit night, whispers on high. The stars shine bright and love said goodbye. Oh, the moon of Kentucky, keep on shining. Shine upon the one that's left in blue, the one that's left in blue, the one that's left in blue. Tennessee hatte sie Verwandte, kam aus Alabama. You ain't nothing but a hound dog, crying.
diesen Nacht. Wäre es nicht für Buddy Holly gewesen, dann hätte ich niemals Brille auf der Bühne getragen. Und deshalb ein Lied, kurz mal, von The Beatles. Und das heißt Back in the USSR. Hallo Scarlett. Hey, herzlich willkommen in der Fotogalerie in Haken. Ja,
zusammen natürlich mit vielen anderen Künstlern. Und ja, wenn ihr einmal hier seid, dann kann ich euch auch ein bisschen erzählen zu meinem Werk. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Scarlett Neumann. Ich bin Bildhauerin und ich begrüße euch recht herzlich hier in der Volme-Galerie in Hagen, wo derzeit eine meiner Ausstellungen stattfindet. Hier haben wir das Herz auf der Zunge. Kennt ihr das? Früher hat man ja immer gesagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber ich denke, gerade heutzutage reden wir viel zu wenig miteinander. Meine Skulpturen zeigen, wie sich das Leben grenzenlos erstreckt, sich die menschlichen Gefühlswelten wandeln und erzählen oft eine Geschichte über die Auswirkungen unserer Zeit. Dabei ist mir die Natur ein wunderbarer Partner und sie inspiriert, ja fordert mich immer wieder mit ihren unterschiedlichen Facetten heraus, Neues zu erschaffen. Sich miteinander verknüpfen, an einem Strang ziehen, zusammenhalten, das möchte ich mit diesem Kunstwerk aussagen. Natürlich könnt ihr derzeit die Ausstellung besichtigen. Hier sind noch viele andere Künstler vertreten. Es lohnt sich auf alle Fälle während der Öffnungszeiten der Volme-Galerie, also ganz normale Geschäftszeiten. Kommt vorbei, staunt und erfreut euch in diesen verdammt schwierigen Zeiten an unseren Kunstwerken. Herzlichen Dank für das schöne Video. Gratulieren Sie. Congratulations. Mein 40. Ich bin übrigens 40 Jahre wieder. Und da habe ich gesagt, da komme ich mit meiner Heavy Metal Band. Ich habe schon. Ich habe meinen Kollegen auch vorgebracht, wenn ich 80 bin, da ich eine Heavy Metal Band gründe. Und ich habe schon meinen Gitarrist. Wenn ihr irgendjemand so weiß, ich weiß, wir haben zwei Solisten, Mara und David, die sind da auch begrüßt. Wenn ich meinen 40. habe. Genau, und wir gucken mal. Ihr seid da, Sie sind da eingeladen. Das bin ich in Herrn Albertus. Da möchte ich natürlich abschließend auch natürlich mit der EKS habe ich gearbeitet, also nicht in Zulu Rock, diversen Kirchen. Und man muss natürlich auch das Musiktheater über hier erwähnen, denn da habe ich auch circa 120 Produktionen gemacht. Da bin ich als betrunkener Junge. Das war sehr witzig. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Und das bin ich halt von der Ich bin süß, ne? ich habe mir sogar einen Solo-Applaus gesprochen. Da war das Publikum und meine Vorstellung applaudiert noch, alle sind weg. Und ich dachte so, denke ich mir, okay, kann ich jetzt den Opernchor irgendwie reingejubelt? Ich muss wieder einen Solo-Applaus kriegen. Ging ich raus und habe meinen Solo-Applaus geerntet und die Leute jubeln, aber die Regieassistentin, der empfiehlt es nicht. Die hat den Faktor und so gesagt: Charles, mach das bitte nicht wieder. Als Abschluss, ja, hier haben wir Stolzenfels und ich, also der gute Norbert Schlawatzki, mit dem ich viel arbeite. Also hier noch Kanti war ich da. Ich habe auch als Kollege gearbeitet und wir arbeiten auch mit einer Zeitung, einer Online-Zeitung, das ist Creative Website. Das sind die Namen mit The Forming Trio, hier in Abba und Frank. Und damit möchte ich diesen Abend abschließen mit Frank Sinatra. Ich danke Ihnen wahnsinnig, dass Sie so viel ausgeweitet haben in meine Klammer und in meine ganzen Geschichten und auch Mara und David. Ich fühle, als würde ich so und so jetzt hier so einen Staffel übergeben an die nächste Generation und so. Ja.
Dominanz kann Napoleon immer Jack Daniels, der sagte, jeder, der mit mir auf dem Fest ist, muss Jack Daniels sein. Das ist ein Muss, also Eistee war nicht möglich. So viele Mafia-Connections hat er vielleicht gar nicht, das ist wohl hören sein. Auf jeden Fall, der war mit Ausgang gegen Swing und so weiter. Ich möchte mich natürlich an meine Eltern bedanken, die hier wohl studieren irgendwo, und auch an ihn. Weil ihren Herren hat es wirklich wohl auch den ganzen Urgott. Diese Teil meines Lebens ist wirklich fantastisch, weil so viel Realität ist. Und Herren, Herren hat Herz, Heart, hat irgendwie alles so einen kleinen Sinnbild. Herren, Herz und Gemeinschaft und es ist ein Genuss. The lady is a tramp. But they're at it. She likes the theater. And every time late, she never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games. But that girl. Won't go down dressed in her members. Won't do with the rest of the girls. That is why the lady is a tramp. Tries to breathe fresh wind in her hair. Life without care. She's broke. It's a hate California. The cold and it's there. That's why the lady is. That's why the lady is a tramp. I've got to get out. With the rest of the broads, she will only buy fur coats that she affords. She doesn't give a cent for anybody who doesn't like her. That's why this chick is a dragon. Like the free breath. Life without men. She's broke in smoke. It's California. It's cold and it's there. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady. Thank you.
Dankeschön an meine fantastische Frau. Komm mal aus der Ecke raus und you
short time. All right, Priscilla. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. There's a whole lot of money that's ready to burn, so get those things up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all waiting, devil may care. And I'm just a devil in love and despair. We are the Las Vegas. We are the Las Vegas. How white rib is that everyone? 24 hours in a day. And if you could, if there were 44, I'd never give a minute away. Oh, there's blackjack, poker, and roulette wheel. I've watched one lost on every deal.